Es ist mehr als nur ein Stadion. Es ist mehr als nur Beton und Kunststoff. Es ist mehr als nur eine atemberaubende Architektur. Es ist die geschichtsträchtige Bühne eines der größten Vereine der Welt. Das Münchner Olympiastadion. 33 Jahre lang Zeitzeuge für den Aufstieg vom FC Bayern München. Dieses Stadion hat Geschichte geschrieben. Das Münchner Olympiastadion ist ein Wahrzeichen der bayerischen Landeshauptstadt. Von Weitem ist der Olympiapark schon auszumachen, der Olympiaturm das höchste Gebäude der Stadt. Er markiert den Olympiapark, der mit 160 Hektar Größe eine der größten Grünanlagen Münchens darstellt. Das Areal ist ein Magnet für Einheimische und Touristen, einfach zu erreichen und zentrumsnah. Mit seiner Zeltdachkonstruktion ist der Münchner Olympiapark weltweit einzigartig. Vor 3 Jahren wurde der 50-millionste Besucher des Olympiastadions gezählt. Als 1966 die Stadt München den Zuschlag für die Olympischen Sommerspiele 1972 bekommen hat, beginnt eine neue Zeitrechnung. Denn unmittelbar nach den Spielen 1972 zieht der FC Bayern München in das Olympiastadion ein. Der Vorverkauf sprengt alle Rahmen. An den Kassenhäuschen am Stadion an der Grünwalder Straße. Alle wollen sie zum ersten Bundesligaspiel vom FC Bayern München im neuen Stadion. Mit der neuen U-Bahn. Auch so eine Errungenschaft im Zuge der Olympischen Spiele. Es ist das Thema in der Stadt. Das erste Heimspiel vom FC Bayern im Olympiastadion. Es bewegt die Massen. Das will sich niemand entgehen lassen. Es ist ein Pflichttermin für alle Fans vom FC Bayern München und alle Sportbegeisterten in der Stadt. Und dann noch dieser Anlass. Es ist der letzte Spieltag der Saison 71-72. Es geht um die deutsche Meisterschaft. Der erste gegen den zweiten, Bayern gegen Schalke. Wer gewinnt, ist Meister. Der FC Bayern gewinnt nicht nur das Premierenspiel im Olympiastadion gegen Schalke mit 5:1, sondern wird auch zum dritten Mal in der Vereinsgeschichte deutscher Meister. Der 28. Juni 1972, ein Tag, der einen Meilenstein in der Vita vom FC Bayern München markiert. Der Spieler vom FC Bayern München, der die meisten Spiele im Münchner Olympiastadion absolviert hat, ist Vereinslegende Klaus Augenthaler. Von seinen über 500 Pflichtspielen für den FC Bayern hat er alleine im Olympiastadion sage und schreibe 264 Partien absolviert. Mein erstes Spiel war hier, Bayern, Amateure gegen die erste Mannschaft, Pokal. 2000 oder 3000 Zuschauer. Und haben eine Halbzeit 1-0 geführt. Damals gab es diese Fohlenmannschaft. Eine gute Truppe gehabt in der zweiten Amateurmannschaft. Dann kam in der Halbzeit kam der Neudecker rein. Weil wir richtig hart gespielt haben, 1-0 geführt haben. Gerd Müller haben es geschont gehabt. Der Gerd Müller ist dann in der zweiten Halbzeit gekommen. Und der hat dann die 2 Tore gemacht für die erste Mannschaft. Wir verfolgen Klaus Augenthaler auf seinem damaligen Arbeitsweg ins Stadion. Von der Busankunft in den Katakomben des Münchner Olympiastadions, alles relativ schmucklos, damals wie heute. Schließlich ist das hier nichts anderes als ein Tiefgaragenstellplatz. Der Bus ist hier gestanden. Der Bus war da. Und einige sind da rein oder runter dann in die Kabine. Aber ich bin immer meistens da. Zuerst bist du ausgepfiffen worden, weil da die gegnerischen Fans waren. Wenn du hier warst, dann ging die ersten Pfiffe schon los. Schließlich liegt hier zur Linken die berühmte Nordkurve, die Gästekurve. Rechter Hand dagegen die Haupttribüne mit den eingefleischten Bayern-Anhängern. So rund 1,5 Stunden vor dem Spiel gibt's da schon noch mal das ein oder andere Autogramm. Alles nicht so hermetisch wie heutzutage. Und dann geht's hinunter in den Kabinentrakt. Klaus Augenthaler war hier seit 1992 nicht mehr. Deutschland ist hier Weltmeister geworden. Ja. Gegen Holland. Diese Bilder oder dieses Tor von Gerd Müller, das 2-1 oder der Elfmeter von Paul Breitner. Ein Elfmeter, der keiner war gegen Cruyff. Das hat man eigentlich ganz vergessen jetzt, dass das
hier stattgefunden hat. Ja. Ausverkauftes Münchner Olympiastadion hieß es immer bei den Stadtderbys gegen 1860. Immer ein Fußballfeiertag in der bayerischen Landeshauptstadt. Und wie immer bei den Derbys geht es hoch her. Da wird sich nichts geschenkt. Typische Münchner Härte. An diesem 10. Mai 1980 kommt es zu einem der klarsten Münchner Vergleiche. Die Bayern schenken den Löwen 4 Stück bis zur Halbzeitpause ein. Karl-Heinz Rummenigge trifft zweimal, Saisontore 21 und 22. Klaus Augenthaler bleibt ein Treffer knapp verwehrt. Doch Kapitän Paul Breitner markiert mit seinem sehenswerten Distanzschuss den 6:1 Endstand, der zugleich der höchste Derbysieg im Olympiastadion ist. Ich schau gerade, Südkurve durfte damals in jungen Jahren einen Elfmeter schießen gegen Gladbach. Aber Wolfgang Kneipner im Tor, glaube ich, war 2 Meter groß, der lag schon. Und ich habe den Ball, glaube ich, 2 Meter übers Tor hinzu und heute noch da oben. Ja, da fallen da wieder so Spiele ein. Siegtor gegen Hamburg, dann ein Fehler vorher zum 1:1. Ja. Der Vorarbeit von Magath Nummer 10 folgte die unfreiwillige Assistenz von Bayern-Vorstopper Augenthaler. Die synchrone Abwehr mit Torwart Müller missglückt. Dressel ist der Nutznießer zum 1:1 für den HSV nach 65 Minuten. Pechvogel Augenthaler macht sein Missgeschick jedoch wieder gut. Im starken Bayern-Finale erzielt er gegen den hervorragenden Keutka 3 Minuten vor dem Abpfiff den 2:1 Siegestreffer für die Münchner. Dass ich dann irgendwann einmal über 500 Spiele mache für Bayern, sprich die Hälfte, ja, über 250 hier im Stadion, hätte ich damals nie gedacht. Haben auch nicht ahnen können. Mit dem Karriereende von Klaus Augenthaler im Jahr 1992 endet eine Ära. Eine neue Generation Bayern-Spieler hat die Bühne Olympiastadion betreten. Doch der Erfolgshunger und die Faszination internationaler Wettbewerb hat sich nicht geändert, wie im Mai 2001, wieder mal gegen Real Madrid. Also gegen Madrid. Das war immer das Schönste für uns, FC Bayern gegen Real Madrid. Damals war bei Real Madrid die Galactos und weiß ich noch was mit David Beckham, Zidane, Figo, Ronaldo und alle ganz große Namen. Und wir, so kleine FC Bayern, aber aus Mannschaft, waren wir sehr, sehr stark. Und ja, es war immer schön, gegen den im Olympiastadion zu spielen. Und vor allem zu gewinnen. Der Siegtreffer von Jens Jeremies in der 34. Spielminute zum 2:1 Endstand ebnet den Weg nach Mailand zum Champions-League-Finale gegen den FC Valencia. Das Münchner Olympiastadion, was hat es alles erlebt? Einer, der ebenfalls hautnah dabei war als Presse- und später Olympiaparkchef, ist Arno Hartung. Auch er schwelgt in Erinnerungen. Da kommen so ein bisschen oder kommen richtig emotionale Gefühle hoch, weil man eben hier eigentlich seine größten sportlichen Erfolge gefeiert hat. Ob das damals Franz Beckenbauer gewesen ist, ob das Uli Hoeneß war, ob das Karl-Heinz Rummenigge war. Vielleicht besonders noch in Erinnerung die deutsche Meisterschaft, als Bayern eigentlich weg war vom Fenster und ein paar Kilometer entfernt in Unterhaching dann Leverkusen gegen Unterhaching verloren hat. Die Fans mit dem Transistorradio am Ohr und die Spieler mit der Erfindung der Weißbierdusche. Eine der ungewöhnlichsten und überraschendsten Meisterschaften, die das Münchner Olympiastadion je erlebt hat. Am 14. Mai 2005 heißt es dann Abschied nehmen vom Münchner Olympiastadion. Das letzte Bayern-Heimspiel gegen Nürnberg. Ein Torfeuerwerk. Erst Claudio Pizarro, dann Michael Ballack. Das Torphantom Roy Mackay steuert ebenso 2 Treffer bei und hebt die Bayernbank mit Uli Hoeneß und Trainer Felix Magath aus den Sitzen. Ebenso wie Sebastian Deißler zum am Ende spektakulären 6:3 Sieg. Dieser Ball ist deshalb ein ganz besonderes Souvenir. Am Ende steht der 19. deutsche Meistertitel für den FC Bayern München, 17 davon geholt im Olympiastadion. Ein historischer Ort, eine Kultstätte, Vereinsgeschichte. Mit unvergesslichen Szenen wie Sepp Maier, die Katze aus Anzing auf Entenjagd. Thomas Helmer erzielt ein Tor, das keines war, aber dennoch gezählt wurde. Das Phantomtor. Ein Tritt für die Ewigkeit. Jürgen Klinsmann und der Ärger über die Auswechslung von Trainer Trapattoni. Der Tonnentritt. Und Giovane Elbers Torjubel. Ganz im Zeichen des FC Bayern München.